Auch in der traditionellen chinesischen Medizin, nein, ganz wichtig noch an der Stelle, mein Tipp ist, wenn Sie sich für die Methode entscheiden, wenden Sie sich an lizenzierte und zentral, an die Zentralverbände für NLP und Sie müssen auch bedenken, es ist Ihr Geld, also Sie müssen es selber bezahlen, aber es ist sehr interessant. Wir wollen Ihnen jetzt vorstellen, diese fünf Typen, die immer angesprochen wurden. Und ich freue mich, so Herz ist heute bei uns. Schnellzeichner. Schnellzeichner bedeutet, man kann rucki-zucki zeichnen, ne? Oder? Sie brauchen ja, das nur. Geht ganz schnell, rucki-zucki. Ich bin mal gespannt. Gut, fangen wir doch mal an. Er wird praktisch das darstellen, was wir beschreiben. Der erste Typ ist der Holztyp. Was macht diesen Menschen auf und was hat er für Probleme? Ja, ein Mensch, bei dem das Element Holz dominiert. Das ist ein hemdsärmeliger Mensch, ein robuster Mensch, ein anpackender Mensch, ein Mensch, der zur Aggression neigt, dadurch natürlich auch mit dem Gefühl Zorn zu tun hat. Mhm. Und der Sitz dieses Gefühles Zorn ist nach chinesischer Vorstellung die Leber. Was heißt das? Was hat er dann klassische, welche Gesundheitsprobleme hat er dann? Ja, aus der Energetik, jetzt chinesisch gesehen der Leber, kommt es zu aufsteigenden hitzeartigen Erkrankungen wie Kopfschmerzen oder auch Störungen mit dem Herzen. Okay. Dann ist der nächste Typ der Feuertyp. Was ist das für ein Wesen? Wo hat er seine Schwachstellen? Der Feuertyp ist ein leidenschaftlicher Mensch, der seine Umwelt mit einem lachenden Gesicht belebt, der gerne kommuniziert und der sich aber, wie das Wort Feuer auch schon sagt, gerne verbrennt, weil die ganze Energie nach außen geht. Mhm. Und so ein Stichwort wie Burnout, das wäre etwas, wo dieser Typ... Erschöpfungszustand einfach, ne? Ja. Er sollte seine Energie immer wieder sammeln. Mhm. Wie macht man das? Indem man versucht, sich zu entspannen oder in einen Waldspaziergang macht oder sich zurücknimmt. Mhm. Wow, das geht echt rucki-zucki. Nee. Jetzt kommt der nächste Typ, noch mal sehen. Der Erdetyp. Was ist das für ein Mensch? Der Erdetyp ist vom Körperlichen her so wie Mutter Erde. Es ist ein Typ mit einem großen Bauch. Er steht dem Speise und Trank sehr nahe. Und es ist ein Mensch, der die Harmonie sucht. Es ist die klassische Mutter. Aha. Mutter Erde sagt das ja auch schon vom Sprichwort. Dieser Typ neigt dazu, eigene Wünsche nicht so zu erkennen und wird dadurch gerne überlastet. Okay, was tun? Ja. Wenn man sich gerne kümmert. Nein sagen lernen. Einfach gesagt. Okay. Schön. Der nächste Typ. Der Metalltyp. Der Metalltyp ist messerscharf, wie das Metall auch. Ein asketischer Typ, ein Typ, der oft schlank und groß ist, spindgliedrige Finger hat und der sehr zur Ordnung und zum Perfektionismus neigt. Und deswegen auch sehr streng mit sich und der Umwelt umgeht. Aha. Und deswegen, erkennen Sie sich wieder, liebe Zuschauer, bei welchem Typ? Ja, Misstrauen ist auch sein Problem und Misstrauen kann dann natürlich auch zur Trauer werden. Trauer ist wieder das Gefühl, das im Chinesischen zum Metall gehört und das Organ, wo die Trauer sitzen soll, wäre die Lunge. Das heißt, man wird lungenkrank? Lungenkrank nicht, weil Lunge hat jetzt mehr mit Haut und Schleimhaut zu tun, hat mit Infektanfälligkeit, Allergie zu tun. Aha. Übersetzt jetzt. Zu guter Letzt, der Wassertyp. Was ist das? Der Wassertyp ist ein ruhiger Typ, ein eher phlegmatischer Typ. Ja. Ein Typ, der introvertiert lebt, der beharrlich ist, steter Tropfen höhlt den Stein. Ja. Hier haben wir eine Redensart, die das beschreibt. Und das ist natürlich ein Typ, der ein bisschen mehr Bewegung brauchen könnte. Aha, das sieht man schon, er sitzt hier im Lehnstuhl. Das heißt, Ihr Tipp ist, wenn man da sich wieder erkennt, sich körperlich zu betätigen, weil man dann leichter mit dem Leben klarkommt? Ja, oder? Und auch nicht so tiefsinnig in die Dinge. Das ist auch schön auf der einen Seite, aber auch immer wieder zurückzukehren und in dem Fluss des Lebens sich weiter zu bewegen. Also sagen wir mal so, die Tipps, die Sie jetzt geben, ich finde das nachvollziehbar, auch aus dem Typen heraus. Ja. Aber nehmen Ihre Patienten das an, kann man das wirklich umsetzen, wenn man das weiß? Das kann man. Man muss es natürlich mit dem Patienten das Bild kurz besprechen, damit er sich darin wiedererkennt. Aber dann ist es eine wunderbare Ebene, über die man sozusagen Selbstreflexion und Selbsterkenntnis üben kann.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist es eigentlich so, dass wenn der Zuschauer sich erkannt hat, gehört hat, okay, Achtung, Achtung, bei den und den Organen kann das Probleme geben, vielleicht hat der eine oder andere die schon, dann sagen Sie, das bringt wirklich was, sich das bewusst zu machen und bewusst gegen diese Gefühle anzugehen. Die Chinesen sagen ja, Gesundheit besteht, wenn Yin und Yang im Gleichgewicht ist. Wenn jetzt ein Element dominiert, dann kommt es zu einem Ungleichgewicht und das wäre die Erkrankung dann. Okay. Oder das Erkrankungspotenzial. Gut. Und deswegen gilt es, dieses auszugleichen. Aber dafür muss ich es erstmal erkennen, was für ein Typ ich bin. Genau. Und ich hoffe, der Joherz hat uns dabei geholfen. Herzlichen Dank. Das ging ja wirklich wahnsinnig schnell. Beeindruckend. Das waren gerade mal 4 Minuten und wir haben 5 Typen gemacht. Toll.